Na dann, was zum? Ich muss dafür sorgen, dass Runzia und Walpurgia hier bleiben. Da hatten wir doch hier auch irgendwas, habe ich gesehen. Ene mene großer Wagen, ihr beide sollt hier Wurzeln schlagen. Hex, hex! Und da haben sie Wurzeln geschlagen. Super, Baby, fantastisch! Allerdings. Dann gehen wir doch mal gucken, was da ist. Gut, Flaui Paui, wir gehen da jetzt rein. Wenn du meinst. Was suchst du denn hier, Baby? Ich wollte die Turmuhr wieder normal hexen. Aber Runzia und Walpurgia haben meinen Spruch gestört und die Turmuhr weggehext. Glaubst du, sie ist hier? Bei den Vielleicht. ganzen anderen Uhren? Bestimmt. Merkwürdig. Was ist das? Merkwürdig. Okay, wird mir nicht erklärt. Ach, das ist auch noch das. Oh, okay. Merkwürdig. Ich futter noch mal zur Sicherheit. Dann ist sie doch bestimmt. Ja! Bibi! Klasse, die Turmuhr! Na dann, weg damit! Ah, jetzt zeigt es da was an. Ene mene Wind und Sturm, die Turmuhr tickt am Rathausturm. Hex, hex! Und da sind sie wieder. Super, Bibi! Und da sind sie fröhlich. Und da kommt Runzia. Krötenmaul und Krähenkralle. Was ist hier los? Wo sind meine Uhren? Diese Uhren. Wir haben nur eine weggehetzt. Aber ihr kommt mit in die Versammlung. Jetzt sind wir vollständig. Runzia, was ist passiert? Die haben uns den ganzen Hexenspaß verdorben. Ja, genau. Aber wir haben doch beschlossen, nicht in der Stadt zu hexen, oder? Das stimmt, Flaui Paui. Und so deshalb, was. Wo ist eigentlich Schubia? Nee, die haben wir hier. Wo ist das Kätzchen? In der Schreibmaschine. Ich wollte das Kätzchen zurückhexen. Und das kam dabei heraus. Was hat sie jetzt? Ich will jetzt auf der Stelle zurückgehext werden, dass das klar ist. Ja, verstehe ich. Das sehe ich auch so. Also, Runzia, hex Schubia zurück. Ene mene Meisterstück, bring Schubia hier zurück. Hex, hex! Da ist sie wieder. Hat aber auch Zeit, ey. Sollen die beiden hier eigentlich ungeschoren davonkommen? Eigentlich nicht. Finde ich auch. Gut. Ich denke, Bibi soll den Spruch sprechen. Ich Welchen schenke Spruch? Ihn dir für dein Hexenbuch. Er ist eine sehr schwere Strafe für so eine alte Hexe. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ene mene alt und ranzig, ihr seid 5 Wochen 25? Ernsthaft? Ene mene alt und ranzig, ihr seid 5 Wochen 25. Hex, hex! Nicht, dass das Mania jetzt auch erwischt. Tada! Was ist das, wie ich jetzt aussehe? Also es passt Hexen nicht, wenn sie so gut Unser aussehen. Hexenruf ist ruiniert. Zumindest nicht den alten Hexen. Schwester nimmt uns je wieder ernst. Alle Dann ist es so. Dürfen ab sofort auf jeder Versammlung, die an einem Freitag, dem 13. stattfindet, dabei sein. Danke, Manja. Super. Cool, Tante Manja. Das war ein lustiger Tag, oder?
wieder zu Hause. Und die Versammlung hat die ganze Nacht gedauert. Hallo, ihr beiden. Oh. Ist schon Samstag? Am besten schaust du selber nach, mein Lieber. Wer hat denn dann den Kalender umgedreht, wenn da keiner da war und Bernhard da lag? Das gibt es doch nicht. Geht das Ganze wieder von vorne los? Oh, das ist so gemein. War doch nur ein Spaß. Der arme Bernhard. Na dann. Und jetzt mache ich uns ein schönes Frühstück. Bis bald. Tschüss. Ach, jetzt bin ich plötzlich da? Tschüss. Okay, Leute, das war's. Bibi Blocksberg, Freitag der 13. Ein etwas längeres Abenteuer und ein bisschen mehr Gerätsel diesmal. Aber es hat alles gut geklappt. Und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Entweder bei einem weiteren Killings-Spiel oder bei einem anderen Projekt. Tschüss.